Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil, Übergang Merkur von den Fischen in den Widder. Grandioses, spannendes, aussagekräftiges Horoskop. Der Mars ist nicht nur der Herrscher des eingeschlossenen ersten Hauses, sondern er ist auch der Herrscher des achten Hauses. Und das achte Haus steht wofür? Für in weiterer Folge Verluste, kann man sagen. Ja? Also da würde ich sagen, die beiden Karten hier passen natürlich ebenfalls genial zusammen. Es freut mich immer, wenn ich die Zahlen im Horoskop bestätigt finde und wir finden diesen Prozess der Verluste, ja, der Bevölkerung ja auch in dieser Halbsumme wieder. Wir haben hier Mond, Saturn und in der Halbsumme befindet sich Pluto. Also diese drei Energien sind sozusagen miteinander verbunden. Ich habe nachgeschaut bei Ebertin und muss sagen, gefällt mir jetzt nicht so, was er hier schreibt unter Mond. Ich berichtige hier unter Pluto, da ist es, unter Pluto. Ich habe es gar nicht angestrichen. Und zwar schreibt er hier, Entwicklungshemmungen durch Krankheit, seelische Belastung, das würde ich gelten lassen, das ist gut. Seelische Belastung ist absolut in Ordnung. Wenn wir das ganz banal auflösen, die Bevölkerung, Mond steht für die Bevölkerung, Saturn steht für Stazifanten und ihre Schergen, die Behörden. Und Pluto steht generell für Leid, Entbehrung. Das heißt, dem Volk wird durch die Behörden, die Verwaltung, Leid zugefügt. Ganz einfach. Naja, würde passen, oder? Hier haben wir die Entbehrungen. Und hier haben wir sozusagen, dass die Welt der kleinen Leute Kopf steht. Aber das macht nichts. Das macht nichts. Die Entscheidungen, die Taten folgen erst aus Leid. Ihr wisst ja, bei vielen ist es so, also ich spreche in dem Fall von mir, bei mir ist es so, es muss das Leid erst unerträglich sein, dass ich in die Aktion gehe. Und beim Volk ist es genauso. Die Bevölkerung ist sehr, sehr leidensfähig und erst wenn es nicht mehr erträglich ist, wenn es unertragbar geworden ist, dann wird sie aktiv. Und ich würde sagen, es schaut sehr stark nach Aktivität aus, aber natürlich sehen wir hier den Aszendenten in den Fischen. Und es schaut so aus, als wäre er auf Krebsgraden. Schauen wir mal. Krebsgrad ist von 7,5 bis 10 Grad. Also auch hier haben wir den Hinweis auf die Bevölkerung, aber auch auf die Gefühle. Und den Gefühlen geht es natürlich mit Mond im Steinbock. Naja, da sind die Gefühle etwas verhärtet, sagen wir es mal so. Also die Bevölkerung ist auch dadurch sehr, wie sagt man, sehr hart. Und sehr entschlossen, man lässt sich nicht mehr alles gefallen. Also da, hier tut sich unglaublich viel mit der starken Widderbesetzung, würde ich sagen, werden sich unsere Freunde hier sehr warm anziehen müssen. Und wir haben ja auch Spitze 10. Haus, also Los Stazifantos, im Schützen, an sich sehr idealistisch, sehr raumgreifend, sehr erfolgreich, also sehr positiv, durchaus positiv. Und Herrscher von 10 befindet sich im 12. Haus. Verzeihung, das wollte ich noch zum Thema Verkühlung sagen. Und mit Herrscher von 10 in 12 kann man natürlich davon erwarten, sagen wir es mal sehr positiv, ja, dass das Zentralkomitee sehr, sehr idealistisch vorgeht. Ja. Also ein sehr starkes Wunschdenken. Negativ betrachtet kann man sagen, sie befinden sich in einem Auflösungsprozess und werden natürlich von den Elementen des 12. Hauses stark manipuliert. Ja, aber das ist eher bei den Behörden der Fall. Aber hier würde ich einfach sagen, das ist diese neptunische Idealismusspannung und natürlich Jupiter im Wassermann ist sehr progressiv auf die Zukunft bezogen. 1984, The Brave New World oder The New World Order oder was auch immer da für Begriffe herumschwirren. Ja, das geht schon in die Richtung. Also hier sehr, sehr idealistische Vorstellungen, aber nicht mehr realistisch. Und die Bevölkerung, Merkur, ist eben noch unter dem Einfluss von Neptun eingeschlossen. Weiter zum nächsten Teil. Ende.